Hey! Wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, geht es heute darum, wieso man SSO spielen sollte. Oder nicht unbedingt sollte, sondern einfach Gründe, wieso man SSO spielt. Oder was besonders an SSO ist. Oder was einem daran hält. Oder so. Wisst ihr, so irgendwie. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich jetzt wirklich, glaube ich, fast 3 Wochen oder so gar nicht mehr on war. Wirklich so gar nicht. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich in keinem Club mehr bin und dass alle meine Freunde auch nicht mehr on sind und dass ich einfach privat sehr viel zu tun hatte. Und da hatte ich einfach so gar keine Lust auf SSO oder gar keine Zeit oder Motivation, was auch immer. Und jetzt ist mir so die Videoidee gekommen. Was sind Gründe, wieso SSO geil ist? Und für das habe ich euch gefragt, weil ich wollte wissen, was ihr davon so hält. Und genau, ich habe auf Insta so einen Fragesticker in die Story gemacht. Und da kamen so krass viele Antworten. Ich kann leider nicht alle jetzt hier ins Video mit reinnehmen. Es waren auch so viele doppelt drin. Also es hat nicht viele verschiedene Gründe. Meistens sind es ein bisschen ähnliche und deshalb habe ich nicht alle reingenommen. Tut mir leid schon mal dafür, aber danke, dass ihr da alle sehr fleißig in die Tasten getippt habt oder halt in die Handy-Links-Tastatur, you know what I mean. Genau. Und nebenbei leveln wir hier mal noch ein bisschen. Das erste von Jana Strong Kid. Man kann neue Leute treffen und eventuell dadurch Freunde finden. Genau, was ich noch sagen muss, ich werde wahrscheinlich nicht zu allem was kommentieren. Das Video wird jetzt einfach viel zu lang gehen, deshalb werde ich da nicht alles kommentieren. Und dass man neue Leute oder Freunde dadurch finden kann, das kam von sehr vielen. Von Xeno.ao oder von Kimmy Amberheart oder von Tomätchen? Tomätchen? Tomätchen. Süß. Ja, dazu kann ich eigentlich sagen, das ist einfach so. Man findet neue Leute und es entstehen definitiv auch Freundschaften. Also fast jeder, der irgendwie SSO spielt, hat doch irgendwie eine Freundschaft. Die eine Freundschaft ist vielleicht nicht so krass und die einen sind so richtige IBFs geworden, aber trotzdem, man findet neue Leute. Und ich finde das so schön an SSO, kann ich gerade hier mal sagen noch. Ich habe das Gefühl, wir haben alle dieselben Interessen. Nicht unbedingt, okay, nicht unbedingt Interessen allgemein so, sondern wir haben eine selbe Interesse, wenn man das so sagen kann. Wir lieben Pferde. Ich meine, wer der jetzt Pferde hasst, wird dieses Spiel spielen? Keiner. Und deshalb finde ich das eigentlich einfach mega toll, dass man hier mit Gleichgesinnten ein Spiel spielt, ist so blöd gesagt. Und man hat immer ein Thema, worüber man reden kann, weil die meisten haben, entweder nehmen sie Reitstunden oder Reitbeteiligung oder vielleicht sogar eigenes Pferd oder so, aber alle haben irgendwas mit Pferde zu tun. Und auch, es gibt natürlich Leute, die haben nichts mit Pferde zu tun, aber trotzdem interessieren sich die Leute wahrscheinlich schon für Pferde, weil basically Pferdespiel, ihr wisst, was ich meine, so. Und man kann sich auch im Spiel über Pferde unterhalten. Also ist ja nicht so, dass man real unbedingt über Pferde sprechen muss. Aber es ist einfach wie so, es hat so eine Verbundenheit, fühlt man sich dann direkt. Und ich finde auch viele, die jetzt Pferdeliebhaber sind, sind so an sich schon so ein bisschen ähnlich. Und deshalb ist es einfach so geil, dass man einfach in diesem Spiel so viele Leute mit diesem gleichen Interessensfeld, sage ich jetzt mal, hat. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich laber hier jetzt gar nicht mehr so rum, aber das musste ich jetzt einfach mal kurz noch sagen, dass ich das sehr schön finde an SSO, dass man einfach mit Gleichgesinnten, blöd gesagt, zusammenspielt. Hier von Maggie Raining auch wieder, man findet Freunde und wenn es einem schlecht geht, gute Ablenkung. Ja, ich weiß noch ganz genau, früher, ich muss beim Zahnarzt irgendwas machen und es tat höllisch weh. Und dann hat meine Mom gefragt, ja, willst du irgendwie so Fernsehen schauen oder irgendwas? Und ich habe gesagt, nee,
ich möchte gerne SSO spielen. Und ich hatte damals keinen eigenen Laptop, deshalb war das so voll des Dings. Durfte ich halt nicht so oft SSO spielen. Und, also da war ich noch klein so. Und dann, ja, konnte ich SSO spielen. Und das war so voll die Ablenkung, weil das hat mir einfach damals so Freude bereitet. Und allgemein, wenn man krank ist oder so, ist echt eine tolle Ablenkung. Klar, wenn es einem jetzt wirklich längerfristig schlecht geht, auch psychisch oder physisch oder ihr wisst, was ich meine, ist es auch so ein bisschen, klar, es ist eine Ablenkung, aber dann ist es irgendwie einfach auch schwieriger oder blöder. Aber ja, wenn es jetzt einfach mal so einfache Sachen sind, die man hat, ist es definitiv eine gute Ablenkung. Boah, ich sehe es schon jetzt kommen, das Video wird so lang werden. Es tut mir leid. H. Privat schreibt, die Storyquests sind einfach mega spannend. Definitiv. Oder definitiv früher waren sie spannend. Sie schreibt nochmal, es ist nice, dass man sich so viele Pferde kaufen kann, die alle unterschiedlich sind. Ja, finde ich auch. Ich finde, das ist auch echt cool. Hat nicht jedes Spiel. Ist was Spezielles, muss man sagen. Willow Sound Daughter schreibt, wenn man keine Hobbys hat. Daumen hoch. Yes. und bist richtig korrekt, feier deine Videos sehr. Dankeschön. Ja, also wenn man keine Hobbys hat, dazu muss ich kurz was sagen. Ich finde, es ist so, ist geil so als Nebenhobby. Aber es ist eigentlich schon toll, wenn jeder so auch ein Real-Life-Hobby hat. Weil ihr werdet es später bereuen, dass ihr in eurer Freizeit die ganze Zeit in SSO rumgammelt, wenn ich das gerade so direkt sagen darf. Aber ihr werdet es bereuen. Und stellt euch mal vor, ihr beginnt irgendwann ein Instrument oder irgendeine Sportart oder sowas und das macht ihr dann längerfristig und macht euch Spaß und so. Das macht euch einfach glücklicher als ein Pferdespiel, das ihr nach ein paar Jahren irgendwann nicht mehr spielt. Also ich glaube nicht, dass ihr da mit 30 noch so voll mit voller Elan da so dran sitzt und denkt, oh geil, das ist so und so, ja. Nee, wird einfach nicht sein. Also auf jeden Fall bei mir nicht. Deshalb legt euch Hobbys zu, meine lieben Freunde. Aber ich finde, das so nebenbei zu machen, finde ich geil. Also mache ich ja auch so. Ja. Ich weiß keinen guten. Geiler Name. Zeitvertreib, Pferde, man kann online Freunde finden. Mehr fällt mir auch nicht ein. Ja, finde ich auch. Stimme ich dir voll zu. Dann nochmal von H-Privat. Weil jede Woche neue Updates kommen und man dann immer was Neues sehen kann. Ja, manchmal sind die Updates halt nicht so geil. Manchmal sind die ja nur so, ja, neues Zaunzeug. Ja, neues Rennen. Ja, hilft Helen bei das und so. Neue Pferde, yay. Also so halt die ganze Zeit neue Pferde. Nee, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, das haben wenige Spiele. Das muss man wirklich sagen. Das ist wirklich ein Grund, um SSO zu spielen. SSO ist einfach up-to-date. Nein, es ist nicht up-to-date, es ist einfach so, es kommt immer was Neues. Sie lassen sich immer was Neues einfallen. Ich finde es schon krass, jede Woche etwas Neues. Also das ist schon zeitaufwendig und es gibt sehr wenige Spiele, die da immer was dran machen, jede Woche. Also kennt ihr ein anderes Spiel, das jede Woche Updates rausbringt? Also ich kenne, glaube ich, kein anderes gerade so. Von Lee RFP. Ich liebe es, mit meinen Freunden zu leveln oder irgendwas zu mehr zu machen. Vielleicht zu zweit zu machen oder so. Mag ich auch. Gloria Bolov. Es macht Spaß. Ja, die Frage ist jetzt, wieso macht es Spaß? Klar, es macht Spaß, sonst würde man es nicht spielen. Aber wieso genau macht es Spaß? Shadow Hill Arts schreibt, weil Freundschaften für die Ewigkeit für mich über SSO und viele Clubs entstanden sind. Ja, definitiv. Also ich finde, der Club-Aspekt, der wird jetzt auch noch öfters kommen. Also wird es noch kommen, so von anderen Leuten auch noch. Weil es ist einfach etwas, was heutzutage in SSO einfach sehr weit oben steht. Dieser Club-Dings, also einfach die Leute im Club, den Zusammenhalt, die CTs, das ist einfach, macht SSO schon auch aus, muss man sagen. Emerald Peak schreibt, man lernt neue nette Menschen kennen. Und PopXX Groove schreibt, ich spiele hauptsächlich wegen meinem Club, den Pluto Falls und meiner IBF Annie. Ich denke, man sollte es spielen, weil man einfach tolle Freundschaften findet. Also wer länger spielt, der wird einfach sicher eine gute Freundin hier finden.
Da bin ich wirklich sicher. Und meistens halten die Freundschaften ja auch lang und auch sogar bis ins Real Life. Also viele treffen sich ja. Ich persönlich habe mich auch schon mit Freunden getroffen von SSO. Und es ist einfach immer wieder erstaunlich. Oder man denkt sich immer wieder, wie kann das sein wegen SSO, so dass wir uns kennengelernt haben. Das ist einfach crazy. Dakota Dolphinflower schreibt oder schrieb. Wieso schreibt sich ja nicht immer schreibt, ist eigentlich schrieber. Egal. Von Dakota Dolphinflower. Man findet sehr schnell Freunde und egal, ob man was zu tun hat oder nicht, man findet immer wen. Ja, definitiv. Also wenn man nachts SSO spielt um 2, man findet da auch ein paar Leute. Und meistens sind die so richtig durchgeknallt wie man selbst. Also man kann dann einfach irgendeinen Shit machen, auf irgendwelche Heusdächer gehen und man kann einfach random rumfragen, ja, wer ist noch on und so, habt ihr was zu machen, also wollt ihr was machen oder so. Es wird einfach immer irgendjemand geben, der mit dem man einfach Shit zusammen machen kann. Egal, ob man die Person kennt oder nicht. Einfach random. Ja, das ist einfach fun. Also die Community von SSO ist eigentlich schon nice, muss man sagen. Man kann in Clubs gehen und findet vielleicht sogar einen, wo man für immer drin bleibt. Das ist so. Es gibt so viele Clubs und für jeden ist da was dabei, egal ob Dressur oder sonst was. Also man findet da echt für jeden irgendwas Passendes. Hier auch wieder Club und Team. Luna Hearts meint, das Beste an SSO sind die Clubs, die Freundschaft, die man schließt oder die man da schließt. Von Chica. Es ist kinderfreundlich. Extrem kinderfreundlich. Da muss ich dir extremst zustimmen. Ja, es ist kinderfreundlich. Das ist ja auch eigentlich für Kinder in Anführungsstrichen entwickelt worden. Aber trotzdem will ich es auch als älterer Spieler, weil ich meine, ich bin ja ein älterer Spieler, ich zähle mich jetzt ein bisschen zu den Älteren, würde ich sagen. Es ist auch für uns Älteren eigentlich eine ziemliche Freude, SSO zu spielen, meistens. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt gemeint hat als positiv oder als negativ, weil eigentlich wollte ich ja die positiven Gründe, aber irgendwie kommt es mir so rüber, als ob sie es negativ meint, so dass sie einfach keinen Bock hat auf SSO, because it's too kinderfreundlich. Du weißt, was ich meine. Ja, also, oh, hier muss ich ja springen. Nein, ich will das Rennen nicht nochmal machen. Nein. Okay, Laureen oder Laureen? Laureen? Hä? Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, ne? Aber, Lama, ne? Also auf jeden Fall. Hä, ganz klar. Um mit dem Stinktierpferd durch die Gegend zu reiten. Okay, let's go. Aktuell bezogen ist SSO mir zu uninteressant. Ich habe gefühlt alles ausprobiert. Als ich öfters gespielt hatte, etc. und Dressy und alles machte, war SSO ein Ort, um abzuschalten vom echten Leben und sich mit ausgewählten Leuten zu beschäftigen und Spaß zu haben. Dazu kann man sich mega kreativ ausleben. Ja, man kann sich echt kreativ ausleben. Es gibt so viele Möglichkeiten hier im Spiel. KHT Pferde schreibt, weil es Spaß macht zu spielen und es viele abwechslungsreiche... Oh mein Gott, sie sitzt nicht mehr... Oh mein Gott, nein, 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 oh mein Gott, okay. Und es viele abwechslungsreiche Quests gibt. Also definitiv, wenn man noch nicht Level 22 oder so ist, hat man definitiv viel zu tun. Später wird es dann schwieriger, aber im Grunde genommen hat man viele Quests. Man hat sehr viele Möglichkeiten da. Das stimmt. Eileen Crazy Heaven schreibt, ist theoretisch das perfekte Pferdespiel. Man hat sein eigenes Pferd und kann einfach durch die Gegend reiten. Hab mir sowas als Kind immer gewünscht. Roleplay by Justine schreibt, wenn man Pferde überall liebt, überall, genau, überall es liebt, ist es so perfekt für einen. Für mich sind CTs, Teamtreffen und Champs Gründe, um online zu kommen. Ansonsten spiele ich nicht mehr. Ja, fühle ich. Also,
Das ist halt schon ein Fakt, ne? Aber ich muss dazu auch sagen, jeder wird irgendwie älter und man verändert halt seine Interessen und so. Und irgendwann ist man einfach, oder ist einfach die Zeit gekommen, um ein bisschen Bye-Bye-Nässe sozusagen. Es ist ein geiles Spiel, aber irgendwann, wenn man das so lange spielt, irgendwann ist es halt einfach nicht mehr das, was es mal war. Philly, SSO, meint, ich finde es toll, dass es in SSO nicht wirklich etwas gibt, was man erreichen muss. Und als ich das auf Insta gelesen habe, habe ich mir das mal so überlegt. Und es stimmt halt einfach. Jeder kann das machen, was er möchte. Und das finde ich echt geil. Und man kann einfach in der Welt rumreiten und man kann das machen, was einem Spaß macht. Wenn man überhaupt nicht mag zu leveln oder zu rennen, zu reiten, dann muss man es nicht machen. Wenn man in keinen Club oder so möchte, dann muss man in keinen Club gehen. Also wisst ihr, was ich meine? Man kann auch nur Pferde kaufen, wenn einem das Spaß macht. Oder so, wenn man das Geld dazu hat, ne? Und es gibt nichts, was man erreichen muss. Es gibt nichts, was man wirklich machen muss. Man kann einfach das machen, was einem Freude macht. Und das finde ich echt toll an SSO. Man hat eigene Pferde und nicht nur ein Pflegepferd. Das stimmt. Man hat einfach einen Stall, aber es ist ein bisschen unrealistisch. Also die einen haben ja irgendwie über 100 Pferde oder so. Oder? Ich glaube, so Durchschnitt wird wahrscheinlich bei 30 Pferden liegen. Die meisten Leute haben so um die 30 Pferde. Und ich meine, wer hat in Real Life schon 30 Pferde? Also klar, es ist ja ein Spiel, aber es ist halt irgendwie nicht so krass realistisch. Aber trotzdem, man kann so viele Pferde haben. Ich kenne viele Pferdespiele, da hat man einfach ein Pferd oder zwei. Klar, da ist es realistischer. Aber irgendwie ist das in SSO auch noch cool. Ronja Graspie meint, etwas zu tun, wenn Langeweile ist oder wenn man Langeweile hat, so. Übrigens liebe ich deine Videos. Dankeschön. Merci. Von SSO Nathalie, es ist auch ein Ersatz für Leute, die nicht reiten gehen können, etc. Also ich finde, SSO bietet da sehr viel, auch sehr viel so Wissen. Und man kann sich Wissen aneignen, aber trotzdem echtes Reiten übertoppt es natürlich schon auch, muss man sagen. Linda schreibt... Die Champions. Summerflower Creations meint, die vielen Bugs bringen immer etwas Leben ins Spiel. Das Konzept ist zwar oft genutzt, aber SSO bleibt dennoch immer etwas anderes und Besonderes. Es ist schwer zu beschreiben, aber es ist einfach einzigartig. Hast du schön gesagt. Weil das Spiel sehr realistisch gestaltet ist und man das eigene Pferd-Feeling hat, komme meistens Donnerstag on wegen Update und hoffe, es gibt eine Quest. Man lernt von SSO, Pferdewissen. Es hat eine super Qualität und mega viele Funktionen. Ja, genau, das mit Pferdewissen haben wir vorher auch gesagt. Und es gibt halt echt viele Funktionen. Chloe Spiderplate meint, ich spiele es noch dank den ganzen Erinnerungen, die daran hängen. Ja, fühle ich. Ich spiele das Spiel schon so lange und das sind einfach so krasse Erinnerungen daran. Ich glaube, bei mir... ist es so, ich bin die Einzige aus meiner Klasse, Jahrgangsstufe, die SSO spielt. Deshalb finde ich, dass es etwas Besonderes ist, weil nur ich es spiele. Ist das verständlich? Ja, kann ich nachvollziehen. Aber irgendwie ist es ja eigentlich auch nice, wenn man andere Leute in der Klasse oder in der Jahrgangsstufe haben, die SSO spielen. Weil dann kann man mit denen vielleicht auch spielen oder so. Aber klar, es ist was Besonderes dann, wenn man es nur selber spielt. Ich glaube, bei mir bin ich auch ziemlich die Einzige, die das spielt. Ich kenne jetzt niemanden aus meinem Umfeld, der SSO spielt. Lynn Colesparrow meint, wenn man reich ist, macht es Sinn zu spielen. Ja. Es macht auch sonst Sinn zu spielen, aber es ist halt einfach für die Rich Kids. Nee, ja, es ist einfach für die, die jetzt Geld dafür ausgeben wollen. Es ist halt schon cooler, in Anführungsstrichen würde ich sagen, weil man natürlich Starcoins kaufen kann. Und Starcoins, wir wissen alle, Starcoins sind cool. Ja, meine lieben Freunde, das war eigentlich jetzt schon alles so. Es ist ziemlich viel Gleiches dabei, also besonders Freundschaften und Clubs. Und vielleicht halt einfach noch, dass man eben Pferde hat, um die man sich wirklich kümmert oder so. Ich persönlich finde, dass es einzigartig auch macht, dass es online ist. Ich finde das mega cool. Und was ich auch sehr cool finde, ist, dass es so verschiedene Landesserver auch gibt. Also es ist so ein weltweites Spiel und nicht nur irgendwie so hier bekannt, sondern halt echt überall. Ich meine, so viele
Sprachserver. Also ich meine jetzt nicht die Server unter dem Land, sondern die allgemeinen Länderserver, you know. Das ist halt schon auch cool. Schade nur, dass man die nicht besuchen kann. Also das ist ja so ein geiles Update einfach, wenn man die besuchen kann. Ich weiß, klar, das geht nicht, weil Serverüberlastung und so ist sowieso schon ein Problem. Ja, das wäre definitiv noch ein Traum-Update von mir. Und sonst, ja klar, wieso ich es so spiele. Wegen euch, meine Schnuckis. Wegen euch. Nein, ich meine schon so, weil würde ich halt kein YouTube machen, würde ich das halt nicht mehr spielen. Oder halt nicht mehr so viel. Und Clubs, definitiv. Ja, ich glaube, dazu kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Es wurde schon sehr viel gesagt. Und genau, vielleicht habt ihr auch ein paar Gründe, wieso ihr eure Eltern jetzt überzeugen könnt, Star Stable zu kaufen. Also Star Rider oder so, keine Ahnung. Ja, vielleicht hat sie ein oder zwei gute Gründe unter diesen, um jetzt die Eltern zu überzeugen. Gut, aber dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!